Diese automatische Kuhfarm ist perfekt für deine Minecraft-Survival-Welt. Sie ist sehr einfach nachzubauen und trotzdem die beste in der Produktion. Das sind die Materialien, die du dafür brauchst. Die Farm kannst du sowohl in Minecraft Java als auch in Minecraft Bedrock bauen. Und damit legen wir direkt los. Zum Beginn stellen wir hier erstmal eine Doppelkiste hin und an die Kiste ran links gleich einen Trichter. Auf diesen Trichter kannst du jetzt nämlich einen Mudblock setzen und um den Mudblock herum musst du jetzt eine, ja, zwei Blöcke hohe Stonebrick-Mauer sozusagen platzieren. Also einmal so komplett rum, dass die Kiste hier noch einmal so rausguckt. Und an den Mudblock setzt du jetzt noch, ja, eine Stonebrick-Treppe verkehrt herum. Als nächstes kannst du einmal so auf die Farm heraufgehen und dann links oder rechts einen Block deiner Wahl platzieren. Ich habe mich hier für Stonebricks entschieden. Darauf platzierst du dann einen Werfer und in den Werfer packst du einen Lava-Eimer rein. Direkt daneben baust du jetzt wieder drei Blöcke deiner Wahl hoch und gehst das einmal komplett so um die ganze Farm herum, außer wieder bei der Reihe, wo die Kiste steht. Diese kannst du jetzt nämlich einfach mit Glas auch mit drei Blöcken befüllen. Das sorgt dafür, dass wir natürlich später auch die Kühe sehen können. Als nächstes platzierst du links und rechts eine Stonebrick-Treppe, dahinter drei Stonebrick-Blöcke, genauso wie hier vorne nochmal zwei, sodass du dann hier in die Mitte wieder einen Glasblock platzieren kannst. Wenn du das getan hast, dann nimmst du dir wieder einen Stonebrick in die Hand, platzierst links ein, genauso auch rechts ein und auf diese beiden Blöcke jeweils eine Smooth Stone Slab. Das hat nämlich den Zweck, dass du dann hier außen jeweils ein Schild platzieren kannst. So, und danach kannst du hier in diese vier Ecken sozusagen auch wieder jeweils einen Stonebrick platzieren. Die Reihe hier vorne kannst du dann nämlich einfach mit Glasblöcken füllen, dann kannst du hier nochmal zwei davon platzieren und die hintere Reihe füllst du erst komplett, ja, mit Stonebricks und dann kannst du einfach einmal so komplett herum Stonebricks platzieren, damit das Ganze auch abgeschlossen ist, genau so, und hier in der Mitte dann nochmal zwei. Als nächstes brauchen wir in beiden Löchern jeweils 24 Kühe und damit diese natürlich nicht direkt hier runterfallen, platzieren wir hier noch einen temporären Block. Als nächstes machst du dich dann erstmal auf die Suche nach vier Kühen und lockst diese dann mit Hilfe von Weizen einfach hier hoch, indem du hier eine, ja, temporäre Treppe baust. Wenn du das getan hast, musst du versuchen, die Kuh in das Loch zu schubsen. Das Ganze sollte dann also so aussehen, sodass wir in beiden Löchern jeweils zwei Kühe haben. Diese musst du jetzt noch so vermehren, dass in beiden Löchern jeweils 24 Kühe sind. So, wenn dann in beiden Löchern jeweils 24 Kühe drin sind, dann können wir das Ganze hier oben natürlich noch zubauen. Dazu platzierst du einfach zwei Fichtenholzzäune zum Beispiel oben drüber. Und dann musst du einmal hier auf diese Höhe gehen, kannst dann einmal, ja, diesen Block entfernen und diesen temporären Stonebrick-Block, den wir da vorne platziert haben. Und da musst du dann direkt, ja, das hängende Schild genau so hin platzieren. Dann kannst du es natürlich hier auch wieder mit Glas zubauen und den Block hier kannst du auch wieder entfernen. Nun musst du noch einmal nach oben und auf die beiden Slabs, die wir dort vorhin platziert haben, musst du jetzt jeweils einmal Wasser drauf platzieren. Also natürlich hier von dieser Seite und auch an der anderen Seite. Das Ganze sollte dann so aussehen, dass die Kühe da sozusagen drin schwimmen. Zum Schluss platzierst du hier dann noch den Knopf und dann musst du noch sicher gehen, dass du dich hier einmal reinbaust an die Seite und dort sozusagen unter dem Werfer ein Schild platzierst. Das Schild hat eben den Zweck, wenn wir hier die Lava auslösen, dass diese nicht bis ganz nach unten reicht. Um deine Farm jetzt zu aktivieren, machst du einfach mit Weizen auf den Kühen, ja, Rechtsklick, dass sie sich vermehren. Und dann siehst du schon, fallen diese hier runter, die Babys. Die Babykühe kannst du jetzt anschließend noch mit Weizen füttern, um die Wachstumszeit zu verringern. Sobald die Kühe dann aber groß geworden sind, kannst du hier einfach, ja, den Knopf drücken, sodass die Kühe verbrennen und dann wird deine Beute ganz einfach hier in die Kiste gespült. Du siehst schon Steak und Leder. Somit ist die automatische Kuhfarm in Minecraft auch schon fertig und das in nicht mal 5 Minuten. Meines Erachtens ist es die einfachste und gleichzeitig auch beste Kuhfarm, die du in Minecraft Java als auch in Bedrock bauen kannst. Und falls das Video hilfreich fandest, lass gerne ein Like und ein Abo da. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.